Hallo Freunde und willkommen auf dem Infinity Egai YouTube Channel. Ich bin Daniela und heute bin ich die Gastgeberin. Und ich bin Tom, grüße euch alle aus Berlin. Heute geht es um Apples kommenden M3-Chip. Kannst du uns mehr darüber erzählen, Tom? Ja, der Chip wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres auf den Markt kommen und wird wahrscheinlich eine Vielzahl von Produkten mit dünnen Formfaktoren antreiben. Und er wird wahrscheinlich auch mit TSMC's 3-Nanometer-Prozess erscheinen, genauso wie der A17 Bionic. Genau. TSMC's Chairman, Mark Liu, sagte, dass dieser Prozess die Energieeffizienz um bis zu 35% verbessern kann. Das ist eine tolle Nachricht. Nun müssen wir abwarten, ob Apple das M2 MacBook Pro mit dem aktualisierten M3 aktualisieren wird oder ob es beim M2 bleiben wird. Ja, das wissen wir derzeit noch nicht. Aber es ist möglich, dass wir im vierten Quartal dieses Jahres aktualisierte MacBook Air Modelle sehen werden. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch eine größere Version mit einem 15,5-Zoll Display. Genau. Apple hat immer spannende Technologieneuheiten in petto. Das stimmt. Danke an alle, die heute zugeschaut haben. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu liken und zu teilen. Bis bald, auf Wiedersehen.